Hallo, ja, also willkommen zu einem weiteren World of Tanks Replay. Dieses Mal wieder mit der Su 12244 auf Polargebiet im Zug mit Felix in seinem A44. Und ja, Schlachtergasse nicht so richtig mein Gebiet, deswegen fahre ich nach oben. Und da oben kann man auch gut noch wirken. Hab übrigens auf dem Panzer kein Tarnnetz drauf. Aber mittlerweile, zu dem Zeitpunkt war es noch ein klein wenig anders, mittlerweile eine Lüftung drin, einen Ansetzer und, na, wie heißt es denn gleich, die Schere für verbesserte Sicht im Stehen. Hatte da vorne einen Richtantrieb noch drinnen, der Richtantrieb rausgeflogen für die Schere, da man mit dem Ding doch mal hinten steht und für sich selber auch spotten können muss. Und wenn sie auf die Minimap seht, die Sichtweite bei dem Ding ist überhaupt nicht gut. So, bin jetzt auch erstmal an Position. Warte vielleicht, dass da irgendwas kommt. Höre von rechts, hoppla, da ist viel. Das heißt, muss sofort rechts aushelfen. Fahre auch gleich ran. Und da mal eine Su 12244. Und da fährt mir einer vor die Flinte. Ungünstig. Jetzt ist er weg. Und der geht in den Boden. Bin dabei nicht aufgegangen, erstaunlicherweise. Ja gut, es ist eine gegnerische Su 12244, die hat auch nicht so eine breite Sichtweite. Und der zweite Schuss, der daneben geht. Und jetzt einer, der gesessen hat. So, der Felix im Moment stark im Bedrängnis. Ich bin dabei jetzt aufgegangen, bleib aber stehen. Erster Treffer geht nur in die Ketten. Und einen Bounce abbekommen. Und hoppala! Wieder ein Amorek. Übrigens, mit diesem Panzer passiert das sehr häufig, dass man den Gegner das Amorek kaputt macht. Hier wieder ein High-Roll-Schuss. Und ja, in kürzester Zeit auf 2180 Schaden gekommen. Das ist fast schon zu einfach. Währenddessen die Schlachtergasse komplett gefallen. Ich bewege mich jetzt auch schon wieder zurück. Da wir hier noch einen KV-1 und einen T1 Heavy haben, die das eigentlich klären können müssten. Rechts dabei ein gegnerischer KV-1 umfährt uns. Da werde ich jetzt nochmal wenden und dem noch eine reindrücken. Ja, Gun Depression hat das Ding russentechnisch natürlich überhaupt nicht. Der erste Schuss geht in die Ketten. Und hab geladen. Ziel jetzt auch genau ein und Schuss. Der KV-1 ist eigentlich schon Geschichte. Aber immerhin, mir ist der Kill geblieben. So, 2700 Schaden. Beweg mich weiter. Schau aber natürlich auch, dass ich ein wenig hinten bleibe, damit ich nicht den kompletten feindlichen Beschuss abbekomme. Als Gegner haben wir hier zwei T28 Heavy Tank Konzept, glaube ich, heißen die Dinger genau. So, der erste Schuss geht leider am Felsen rein. Der ist jetzt auch nicht mehr einstellbar, aber der M6 da hinten. Und da haben wir schon den anderen T28. Ziele die untere Wanne ein. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich kenne die Panzerungswerte bei diesem Panzer nicht. Es ist ja einer dieser Missionspanzer. Und hab den Kill dann auch für Felix gelassen. Auch, weil er noch eine Mission da hatte mit töten sie drei Tank Destroyer in einem Game und am besten überleben sie noch. Das mit Überleben kann ich jetzt nicht garantieren, aber wenn es die Möglichkeit gibt und wir schon im Zug fahren, dann schenke ich ihm doch einen Kill. So, weiter geht's, dem anderen T28 hinterher.
Und da vorne ist eine Arti aufgegangen. Und nochmal Amorek. Aber gesagt, es passiert erstaunlich oft mit diesem Panzer. So, von der Munitionsverteilung. Ich habe relativ viel Schuss Gold dabei, weil der Panzer ja doch bis 9er gematcht, maked wird. Und mit 170 Durchschlag, das ist nicht so pralle. Hinter meiner SU und der Schuss ging ja mal weit daneben. Und der auch. Lade jetzt aber auch auf Gold um, allein deswegen, weil ich halt keine normale Munition mehr dabei habe. Gehe jetzt auch auf den T28 drauf. Habe im Nachhinein erfahren, dass es sehr gut war, dass ich da Gold dabei hatte. Denn ansonsten hätte es mir relativ schwer getan, bei dem durchzukommen. Weil der hat eine Wannenpanzerung von 203. Und meine kann, hat jetzt halt einen Durchschlag von 207, glaube ich. Und ja. Perfektes Timing. So, die Su. Den Treffer habe ich einkalkuliert. In der Erwartung, dass die mich nicht mit einem Schuss rausnehmen kann. Hat aber auch weit daneben geschossen und konnte sie jetzt noch rausnehmen. Bin jetzt bei 4149 Schaden. Und meinem Panzer geht es noch ziemlich gut. Und das Match ist vorbei. Und Felix ist gestorben. War nicht mein Fehler. Ergebnis: Krieger, Großkaliber, Sprengmeister auch noch bekommen. War eine sehr schöne Runde. Einiges an Schaden ausgeteilt. Und ja, was soll ich noch großartig sagen? Ich habe es ja beim ersten Video schon gesagt, das Ding kann einiges bewirken. 1000 Schaden abgewehrt durch Panzerung. Allein schon durch zwei Su-Treffer, die ja jeweils 390 sind. Dann noch der T28 bei mir abgeprallt. Ja. Geiles Ding einfach, die Su-122-44. Und in diesem Sinne natürlich wie immer Panzermarsch!